Ich sagte Ihnen, wie gesagt, ja, viele der SL-Fahrzeuge sind erstmal nach Amerika gegangen. Hier sehen wir nochmal die original amerikanischen Scheinwerfer. Startnummer 172, also eine US-Version par excellence. Marc Schiller, Wolfgang Lanke sind es mit ihrem 280 SL aus dem Jahr 19. Wir dürfen gleich weiterfahren. Die Getränke sind kaltgestellt. Alles ist schon für Sie vorbereitet. Startnummer 184 kommt hier herangefahren. Das ist das Team von Klaus Hansen und Peter Heuer, die hier mit ihrem Fjordblau Metallic BMW 30 CSI für den Automobilclub von Flensburg unterwegs sind. 8100 Stück sind überhaupt nur von diesen schönen, bei Karmann gebauten BMW-Coupés entstanden. Und hier, wie gesagt, mit der stärksten Motorisierung, nehmen wir mal das Thema CSL aus dem Rennen raus, die eigentlich mehr für den Rennsport gebaut wurden, diese Batmobiles, also hier 200 PS, die Zuchtperle, wie der Artikel in der Automotor und Sport entsprechend hieß. Viel Spaß weiterhin. Jaguar XK 140 mit Startnummer 153 kommt hier angefahren in der teuren Drophead Coupé Variante mit dem ganzen Holz des Sherwood Forest, hätte ich beinahe gesagt, der britischen entsprechenden Wälder, die hier eingebaut sind. Thorsten und Iris Beinroth sind das mit ihrem Wagen aus dem 1956. Ein Wagen, der früher mal in Belgien unterwegs ist, und sie geben den 3,8 Liter Motor an. Das heißt, man muss zwischendurch schon mal sich von dem normalen 3,4er verabschiedet haben und die nächste Variante mit eingebaut haben. Viel Spaß dabei. Und es geht weiter mit dem Wagen mit der Startnummer 186. Damit haben wir einen Wagen, der in sich selbst schon wieder ein Oldtimer ist. Er erinnert an den Porsche Speedster, ist aber hier ein VW mit einem damals in Kalifornien gebauten entsprechenden schönen Kunststoffkarosserieform, die da drauf kommt. Die Fachleute erkennen, wie gesagt, beim Blick auf die Heizung noch so ein bisschen, ob es nur in welche Basis ist. Aber er sieht absolut fast identisch aus. Man hat hier die 60 PS Motorisierung mit dem 1,6 Liter Motor, also aus dem 1303er, der da offensichtlich als Chassis dafür gedient hat. Viel Spaß weiterhin damit. So, der Karmann Dia, wie gesagt, das schönste italienische Kleid für einen VW, den wir hier noch einmal sehen, statt mal 177. Das Team von Renate